So, alles fertig. Ali? Danke fürs Bild. Das und mehr um die Tasche und heute das Leverkusen gegen Dortmund-Spiel gibt's heute zu sehen. Aber verf***te Scheiße nochmal. Wenn es eine Sache gibt, die ich über mich hasse, ist mein Zeitmanagement. Ich komme wieder zu spät, ich verpasse wahrscheinlich meine... Auf zum Spiel. Kaffee und eine Hose dürfen natürlich nicht fehlen. Guten Morgen! Also im heutigen Video möchte ich, das heutige Video möchte ich ganz und gar dafür widmen, dass ich euch über meine Tasche erzähle, wie ich mir alles Equipment mitnehme und natürlich das Dortmund gegen Leverkusen Spiel, freue ich mich mega drauf. Und ich muss im Vorab sagen, all dieses Equipment ist nicht notwendig, um deine Geschichte visuell darstellen zu wollen. Off per Video. Es könnte eigentlich ausreichen, dein neuestes Handy zu nehmen, zu filmen und schon hast du ja, ein schönes Video gestellt, was auch immer. Du brauchst nicht die beste Kamera, eine zweite gute Kamera, eine Drohne und so viele Sachen, um einfach nur eine Geschichte zu erzählen. Brauchst du nicht. Es gibt super klasse Videos da draußen, die auch mit einem iPhone 7 zum Beispiel aufgenommen worden sind. Einen ganzen Film, ein ganzer Kinofilm, Blockbuster, das musst du dir mal vorstellen. Das ist alles möglich heutzutage. Aber natürlich, mit der Zeit investierst du selbst in dein Equipment und du steppst quasi auf. Und ja, mit meiner Tasche, also es ist eigentlich eine stinkgewöhnliche Tasche. Ich weiß, es gibt viele YouTuber da draußen, die empfehlen euch natürlich recht teure Sachen. Und dann stellt mir die Frage, euer Basic Instinct, einfach nur Sachen zu reviewen, auf Amazon eine Kundenbewertung durchzulesen, fällt damit irgendwie gleich weg. Ihr vertraut immer den Leuten im Internet, die euch was da sagen und dann soll es wirklich die Wahrheit sein. Also ihr könnt euch immer auch selber informieren und das habe ich gemacht. Ich bin jetzt nicht hergegangen auf YouTube, habe geschrieben, die beste Kameratasche und habe mir dann eine Tasche gekauft. Einfach eine stinknormale Tasche, die hat glaube ich 70 Euro gekostet. Und ja, dann habe ich jetzt heute zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Tasche seht, habe ich ein paar Sachen mitgenommen zum Beispiel, weil ich bin jetzt von Freitag bis Dienstag unterwegs. Das heißt, ein Hemd, zwei T-Shirts, ein paar Unterhosen, Socken und dann habe ich zum Beispiel meine Drohne dabei. Ich mag Drohnenshots, deswegen habe ich sie gekauft. Ja, mittlerweile kostet sie auch nicht so viel, weil es das erste Modell ist und da gibt es schon zig Reduzierungen. Und das sieht jetzt erstmal auf den Blick nur so viel aus, ist es aber nicht. Es gibt Seitentaschen, dann habe ich mir mit so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall aber meine Sachen immer reingesteckt. Sei es jetzt meine Powerbank, sei es jetzt ein paar Kabel, die ich dazu brauche, sei es die Speicherkarten, die ich mitnehme oder ein paar Akkus, also das auch ziemlich gut. Und dann ganz oben gibt es eine kleine Tasche, wo man Sachen reinmachen kann. Hinten habe ich dann meinen Laptop drin und eine weitere Tasche, die zum Beispiel Akkus fürs Licht, was ich für die Interviews benutze, aufbewahrt. Und das hat dort eine weitere Festplatte, die ich immer dabei habe. Es hat dort ja, einen LAN-Adapter, dass ich dann mein Laptop, falls LAN verfügbar ist, mit LAN anschließen kann. Und so vieles denke ich. Und ja, all das, was im Thumbnail zu sehen war, ist in dieser Tasche drin. Bis auf die zweite Kamera habe ich nicht mitgenommen. Der Junge hat's drauf!
ein kleines Problem, und zwar das Mikrofon hier, mit dem ich immer die Interviews führe. Das hat einen Wackelkontakt und ich habe mein Panzertape zu Hause vergessen. Der gute Micha aber, der hat die Idee gehabt. Oder in Köln kriegt man leider nicht so einfach ein XLR-Kabel auf 3,5 mm Stecker, deswegen müssen wir jetzt Panzertape finden. Und er meinte, Galeria Kaufhof gibt's. Wir probieren es dort und schauen mal, ob wir das hinkriegen. Ansonsten gibt es immer dieses Kratzen in der Audio, was übel scheiße ist. Ja, das wollte ich dann so machen. So. Schreib. Wann wärst du denn? Wann wolltest du in Köln sein? Da ist es. Wir haben es. Boah, 2,80 Euro, Alter. Stolzer Preis. So, wir haben jetzt das hier hinfixiert, weil Micha noch nie diese Scooter gefahren sind. Tatsächlich noch nicht. Ob das kaputt geht, keine Ahnung. Ja, oder? So, wir haben jetzt hier die Drohne aufgebaut und wir werden jetzt mit dem Scooter noch fahren. Ich will mich jetzt das erste Mal mit dem Scooter unvergesslich machen. Besser als das erste Mal Sex. Wow, nein. Ich hab's gesagt. Nein, hast du nicht gesagt. Doch. Scheiße. Voll die Nerds hier. Das war vom Spaßfaktor 1 bis 10, wahrscheinlich 11. Also durch Köln City zu cruisen mit den. Das hat 7,60 Euro gekostet, ja, aber auch nicht so viel. Ja. Ey, richtig geil, und dann mit der Drohne. Aber wir haben ja noch ein Spiel heute. Und deswegen fahre ich jetzt zum Hauptbahnhof und fahre dann nach Dortmund zum Leverkusen-Spiel. Micha, bis später. Ciao, ciao. Bye. Also wenn es was zu bemängeln gibt, dann eigentlich nur, dass die Tasche ziemlich schwer ist. Und meinerseits, dass ich eigentlich noch mehr rumtragen möchte. Aber es geht ziemlich an den Rücken und, Leute, wir sind am Sch- Ich treffe mich gleich mit. Ja, hallo? Freunde von mir. Hallo? Hallo? Ich wollte gerade sagen, heute treffe ich jemand Besonderes, der mir so einen riesen Traum in Erfüllung bringt. Moin. Und das ist der Bruder. Der hat eiskalt Champions League Karten für Barca. Ey, ich krieg Tränen wahrscheinlich, gell? Ich werde im Stadion rumheulen für das Spiel. Aber mehr gibt's Dienstag. Oh!
bin eigentlich Block 61. Das ist quasi hinter dem Mann hier. Aber vorhin zwischen denen hier, ihr könnt das ziemlich gut ausnutzen. Und zwar schaut ihr immer, wann ist so viel los, dass ihr mit rein rushen könnt, sag ich mal. Und dann nützt ihr quasi die Menge aus, um einfach nur die Karte hochzunehmen. Sagen also, ich lauf rein, hier irgendwie irgendwas, und dann schauen die eigentlich auch gar nicht wirklich drauf und die kommt locker rein. Also das habe ich heute auch gemacht, und irgendwie sind hier nur akkreditiert Leute. Das sind wir in Zukunft hoffentlich auch. Da müssen wir nicht mehr hier auf Kartensuche sogar gehen, habe ich sogar gehört. Aber ja, zur ersten Halbzeit. Ich sehe beide momentan auf Augenhöhe. Dortmund hat einfach das Glück gehabt, das Tor zu schießen. Das muss man auch ehrlich sagen. Leverkusen hat einfach, glaube ich, nicht so die Offensive momentan, das Tor zu schießen. Deswegen bin ich mal gespannt auf Halbzeit 2, was Bosch da so macht und was dann für taktische Änderungen da vorlegt, damit ein Tor folgt. Der Dortmund-Fan war komplett los. Was hat er denn in den Leverkusen-Block gemacht? Ich habe nur Dortmund zwei Fans gesehen und auf einmal gab es eine Schlägerei und am Ende hatten sich alle im Arm. Wie dem auch sei. Alter, verdienter Sieg, also mehr kann man wirklich nicht sagen. War echt ein gutes Spiel von Borussia Dortmund. Die zweite Halbzeit hat Leverkusen fast nichts gemacht, fand ich jetzt. Jetzt Tasche abholen, Interviews aufbauen und dann wieder mit den Leuten quatschen. Und jetzt wisst ihr auch, warum uns dieses Tape geholfen hat. Ich sehe euch nächste Woche.